Hallo Kameramagier, heute zeige ich dir den ultimativen Guide für Flickr Transitions in DaVinci Resolve, weil ihr es so auf Instagram abgestimmt habt. Aber Vorsicht, falls du Epilepsie hast, ist das Video höchstwahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Deswegen such dir ein anderes aus, so Greenscreen oder sowas. Okay, die original Flickr Transition besteht eigentlich darin, dass man den Clip, den man hat, in ganz viele kleine Schnipsel teilt. Quasi jeder Frame ist sein eigenes Schnipsel und am Ende einfach nur die Schnipsel in der Mitte wieder rauslöscht. Aber ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich manuelle Arbeit absolut hasse und deswegen zeige ich dir hier den einfacheren Weg, wie man das Ganze automatisiert machen kann. Und zwar holst du dir zuallererst einen Adjustment Layer auf deinen Clip und gehst in Fusion hinein. Hier holst du dir ein Rectangle Tool und machst es vollkommen groß, indem du Width und Height auf 1 stellst. Anschließend verbindest du das Rectangle mit dem Media In. So, jetzt hast du die Möglichkeit, mittels des Levels die Transparenz des Media Ins zu bearbeiten. Und das wäre auch schon alles, aber es gibt noch einen besseren Weg. Und zwar suchst du dir eine Background Note und stellst diese auf komplett grau, also alle Werte bei Farbe auf 0,5 und verbindest die mit deinem Media In. Vergiss nicht, die Maske Media In auf Luminance zu stellen. Füge nun einen neuen Color Corrector hinzu und verbinde ihn dazwischen. Jetzt können wir das Ganze mittels der Brightness steuern. So, aber die Transparenz hat noch Zwischenstufen, das heißt, wir müssen den Kontrast erhöhen. Hol dir dazu einen neuen Color Corrector und stell den Kontrast auf 100. Don't be shy, mach's einfach. Jetzt ist es quasi so, dass die Brightness in dem ersten Color Corrector sofort alles in Richtung Weiß und Schwarz pusht. Es gibt also nur noch Schwarz und Weiß und genau das ist das, was nachher die Flickr Transition macht. Jetzt müssen wir bloß noch einen Weg finden, das zu automatisieren. Und das geht mittels eines Shake Modifiers. Klicke mit Rechtsklick auf Brightness und dann Modify with Shake. Jetzt kannst du oben rechts auf Modifier klicken und kannst die Smoothness schon mal direkt runternehmen. Wie wäre es mit 0.1? Die Smoothness ist nachher für die Geschwindigkeit des Flickers verantwortlich. Und wir wollen ihn schnell haben. Das Minimum und das Maximum möchtest du jetzt auf minus 0,2 setzen und plus 0,2 setzen. Dadurch haben wir einen kleinen Bereich, der schnell hin und her flickert. Und schon haben wir einen random Flicker, der hin und her geht. So sieht's dann aus. Wenn du nicht möchtest, dass der Flicker so schnell ist, dann erhöhe einfach die Smoothness und schon hast du einen viel, viel weicheren, länger bleibenden Flicker. So, dieser Flicker ist random. Möchtest du allerdings einen konstanten Flicker-Effekt haben, dann musst du den Color Corrector duplizieren. Ich benenne die hier kurz für mich um, damit ich den Überblick habe, in Random und Konstant. Und dann gehe ich auch mit dieser Note in die Kontrast-Note, weil ich die ja zum Umschalten brauche. Jetzt klicke ich mit Rechtsklick auf Brightness und Remove erstmal den Modifier, den wir haben, und klicke anschließend nochmal mit Rechtsklick drauf und gehe auf Expression. Hier möchte ich Folgendes reinschreiben: SIN Klammer auf, Time Klammer zu. Das macht, dass sich das Ganze sinusmäßig verändert, also in einer konstanten Bewegung. Und schon habe ich den Flicker, den ich haben will. Dieser Flicker-Effekt zeigt jetzt allerdings nur schwarz und das liegt daran, dass der Adjustment Clip drüber liegt. Und jetzt gehen wir über ein paar coole Variationen von dem Ganzen. Auf geht's. Möchte ich jetzt zum Beispiel ein anderes Video drüber flackern lassen, dann schiebe ich einen Clip über den anderen und schneide an der Stelle, wo ich den Flicker vorkommen lassen möchte. Gehe anschließend in Fusion hinein und kopiere genau denselben Node-Tree, den wir gerade eben hatten, einfach rein und verbinde ihn in den Masken-Output und ändere hier wieder die Maske von Alpha auf Luminance. Ah, Maske auf Luminanz stellen, klingelt da nicht was bei dir? Ja, genau. Und zwar erinnert mich das auch an meinen Transition Generator. Und in der neuen Version V3, die ab heute online ist, findest du auch diese Flickr Transition als Preset mit drinne. Yo, einfach nur connecten und Spaß haben. Yo, so viel zur Eigenwerbung. Weiter geht's mit dem Tutorial.
Möchtest du deinem Flicker eine besondere Farbe geben, so fügst du eine neue Fusion-Komposition über deinem Bild hinzu und gehst mit ihr in Fusion rein. Hier erstellst du einen neuen Background und gibst ihm eine Farbe und verbindest ihn natürlich auch mit dem Media Out. Anschließend kannst du genau denselben Tree, den wir vorhin schon hatten, einfach wieder reinfügen und auch hier wieder die Maske von Alpha auf Luminance stellen. Und schon hast du einen Background, der in Weiß flickert zum Beispiel. Zusätzlich kannst du auch noch den Composite Mode und die Opacity ändern. Richtig cool kommt das, wenn du vorher deinen Background in der Fusion-Komposition eine andere Farbe gegeben hast. Der Flicker muss aber nicht solide sein, du kannst auch einfach nur Effekte flickern lassen. Füge zum Beispiel eine Transform Node hinzu und verbinde den Media In mit einem Merge mit sich selber quasi. Verbinde anschließend unsere Node Tree wieder mit dem Maskeninput von dem Merge und stell hier auch wieder die Maske auf Luminance. Jetzt kannst du in Transform einfach Flip aktivieren oder das Bild im Rotation Angle drehen, so wie du haben willst, und jetzt geht es hin und her. Du kannst natürlich alle Varianten miteinander verbinden, indem du einfach noch einen Effekt, zum Beispiel hier den Mirror und ein neues Merge einfügst. Und da wir ja noch den Random Flicker zur Verfügung haben, müssen wir einfach nur die Kontrastnote verdoppeln und den neu entstandenen Flicker als Maske für den Merge 2 nehmen. Und schon haben wir mehreres miteinander kombiniert. Yo, vergiss nicht, das, was du jetzt erstellt hast, in deine Powerbins zu ziehen und zu speichern oder als Settings-File ebenfalls zu speichern. Apropos Settings-File, ich habe ein Settings-File für dich unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit. Yo, ich hoffe, das Video hat dir genauso gut gefallen wie mir und du hast keine komischen Anfälle bekommen. Stay safe, my friend. Und abonniere den Kanal, denn hier kommt in Zukunft noch viel mehr geilen Scheiß. Und du kannst mich auch auf Instagram abonnieren, wenn du bitte abstimmen möchtest, was für Tutorials kommen. Jo, und damit wünsche ich dir viel Spaß damit und bis später.